Randall's Monday ist vermutlich am ehesten eine Mischung aus Day of the Tentacle, Family Guy, Big Bang Theory, Dogma und täglich grüßt das Murmeltier. Es reitet voll auf der momentan unter anderem durch Big Bang entstandenen Nerdwelle mit, stammt aber auch von glaubhaften Exemplaren dieser Art. And that's why I need to save Doc before I attach the DeLorean to the steam train to be able to go back to 1985. No, wait, I think I lost it again. Es ist das neue Adventure unter dem Label von Daedalic, stammt aber von den spanischen Nexus Game Studios. Wir durften ein paar Stunden reinspielen. Im Gegensatz zu den aktuell bei Daedalic selbst in Entwicklung befindlichen Adventures kommt Randall's Monday eher altmodisch daher und wagt keine großen Experimente. Es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit Comic-Grafik, das von Wortwitz, vor allem aber von seinen Genre-Referenzen lebt. Und darum geht's. Taugenichts- und Allround-Nerd Randall klaut seinem besten Kumpel den Verlobungsring, der nur leider offenbar verflucht ist. In der Folge ist er gezwungen, den gleichen Tag immer und immer wieder zu durchleben, während sein Freund täglich auf immer grausigere Weise ums Leben kommt. Denn seltsamerweise kann Randall zwar seinem Montag nicht entkommen, den nächsten Tag aber doch irgendwie beeinflussen. Schließlich muss der Faulenzer und Sprücheklopfer doch mal seinen Hintern hochbekommen, um sich, seine Freunde und vielleicht noch viel mehr zu retten. Come on, dude, this is serious. I'm trapped in time. Holy Tannhauser Gate. Say no more. I'll get Bill Murray's number. Hold it, Charlie. Bill can't help this time. Sein Weg führt ihn immer wieder in seine Stammkneipe, seinen Stammcomicladen und sogar eine Comic-Convention. Die Dialoge und Hintergründe sind vollgestopft bis zum Rand mit Anspielungen und Zitaten. Das fängt mit offensichtlichen Postern und Dialogen aus Genre-Klassikern an, geht mit Charakteren weiter, die 1:1 aus Adventure-Klassikern übernommen wurden, und sogar kleine Details wie die U-Bahn-Karte der Stadt sind da keine Ausnahme. Alle Straßen sind nach Adventure-Figuren oder Entwicklern benannt. Randall's Monday merkt man die Verehrung an, die die Entwickler den Legenden dieses Genres entgegenbringen. Genauso wie ihre Liebe zu Comics, Star Wars, Superhelden, Fantasy, Science Fiction, Filmen wie Zurück in die Zukunft, Terminator, Blade Runner und eben allem, was man cool findet, wenn man in den 80ern aufgewachsen ist. Dieser Abschiedsbrief ist zum Beispiel wahlweise ein direktes Blade Runner oder Terminator Zitat. Der Humor verlässt sich schon sehr stark auf diese Anspielungen und wer die Vorlagen nicht kennt, wird weniger zu lachen haben, hat aber dann vermutlich die letzten Jahre unter einem Stein auf dem Mond von Pluto gelebt oder ist schlicht zu jung, was allerdings bei der neuen Generation von Adventure-Fans, die Daedalic herangezüchtet haben, durchaus ein Problem sein könnte. Dennoch werden die Vorlagen nicht einfach kopiert, sondern oft elegant oder mit einem Twist in die Story eingebaut, wie dieser sehr direkte Hinweis auf die Piranha-Pudel-Szene aus Monkey Island. Und dann wären da noch ziemlich offensichtliche Gastauftritte wie dieser hier von Jay und Silent Bob aus dem Filmuniversum von Kevin Smith, also zum Beispiel Clerks oder Dogma. Dieser Bezug ist recht naheliegend, basiert doch die Hauptfigur Randall Hicks lose auf den Figuren aus Smiths Kultfilm Clerks, vor allem natürlich auf dem großmäuligen Randall Graves, und wird sogar vom gleichen Schauspieler Jeff Anderson überzeugend gesprochen. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Allein schon ihm zuzuhören dürfte für Clerks-Fans den Kauf des Spiels wert sein. Die Optik ist schlicht, aber passend atmosphärisch, ähnliches gilt für die Musik, die auf jeden Fall schon mal nicht nervt. Das Rätseldesign ist etwas verworrener, als man es vielleicht von Deponia gewöhnt ist und nicht immer erschließt sich die Logik dahinter sofort. Am Ende dann aber meist irgendwie doch. Zu einfach dürfte Randall's Monday dadurch auf keinen Fall sein. Es ist somit ein Spiel für alle Vollblut-Nerds, die noch mit Monkey Island 2 aufgewachsen sind. Für die ist das Spiel selbst wie eine Comic-Convention, voller verrückter Gestalten und man fühlt sich sofort zu Hause. I know the human mind pretty well, Dr. Hauser. I'm a professional, so please take this test seriously.